Hallöchen Leute und willkommen zu WRC 7, dem neuen Game aus dem Hause Kyloton. Und wir schauen uns das Ganze hier bereits 2 Tage vor Release an. Ich habe einen Key erhalten, um mir das Ganze im Vorhinein schon anschauen zu können und euch meinen Ersteindruck vermitteln zu können. Und ich habe es auch schon mal auf der Gamescom anzocken dürfen und kann sagen, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt im Vergleich zu seinem unmittelbaren Vorgänger. Und in diesem Jahr gab es ja schon ein anderes Game, was versucht hat, den Rallye-Thron in der aktuellen Generation zu erklimmen. Und ehrlich gesagt hat es das Spiel nicht so wirklich geschafft. Und WRC 7 versucht nun selbiges. Mal schauen, ob es diesem Game gelingen wird. Und wir legen direkt mal los mit einer Karriere. Eigentlich gibt es hier auch einige einführende Texte und 2 einführende Veranstaltungen. Hier seht ihr, ich bin schon ein paar Kilometer gefahren. Aber das Ganze habe ich geskippt, weil das alles halt Tutorial-mäßig aufgebaut ist. Auch schon die Karriere habe ich mal kurz angeschmissen und die ist vom Aufbau her größtenteils wie WRC 6 und kann sagen, dass, dass da sich nicht so viel verändert hat. Musste es, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, dass WRC 6 da schon zumindest für ein Rallye-Spiel ein gutes System gefunden hat. Viel kann man da halt auch nicht anpassen, wenn man Ready spielt. Also du kannst jetzt auch nicht irgendwie wie bei Gran Turismo verschiedene Turniere machen oder so. Aber ich glaube bei WRC 6 und 7, ich lehne mich gerade übers Lenkrad, deswegen könnte eventuell meine Stimme ein bisschen anders sein als sonst. Ich glaube, dass bei WRC aber die Punkte, wo dran gearbeitet werden musste, woanders lagen. Und das war eindeutig die Fahrphysik und viele meinen zwar die Optik, aber seien wir mal ehrlich, beim Fahren achtet man nicht wirklich auf die Umgebung und auf die Grafik. Zumindest ist es bei mir so. So, und hier haben wir insgesamt 3 Teams, die uns einen ersten Vertrag anbieten wollen. Wir sehen auch die Teamstrategie, das bedeutet, was das Team von uns erwartet. Hier haben wir die Balance, hier Geschwindigkeit, also wir sollen hauptsächlich schnell fahren und hier sollen wir möglichst sicher fahren. Ich würde sagen, fürs erste Mal, da packen wir uns direkt mal eine sichere Fahrweise mit und unterschreiben diesen Vertrag und kommen nun zu unserem Karrierebildschirm. So, hier haben wir unter anderem auch unseren Kalender. Da sehen wir die aktuelle Rallye und wir können zwischen den verschiedenen wechseln und da sehen wir auch die jeweiligen Etappen immer. Wir sehen zum Beispiel, dass jetzt eine Asphalt-Rallye bevorsteht. Wir sehen aber auch, dass beim nächsten Mal in Italien eine Schotter-Rallye bevorsteht. Und wir sehen auch die verschiedenen Aufteilungen. 90 Schotter, 10 Asphalt, hier haben wir 80, 20, 90, 10 und hier haben wir wieder komplett Asphalt, beziehungsweise ja, wieder eine Mischung aus allem. Und hier sehen wir, wie zufrieden ist das Team mit uns aktuell, wie ist da die Moral. Und hier haben wir auch die Gesamtwertung eindeutig, da geht es zu den WRC-Leuten, die haben natürlich mehr Veranstaltungen als wir, insofern bei uns wird da erst ab dem kommenden Event gezählt. So, ich würde sagen, zu dem können wir auch mal direkt springen und da links unten sehen wir auch unser Ziel, es hat sich zu gerade eben nicht geändert, wir sollen Dritter werden in der Rallye und hier haben wir die Platzierung nach den verschiedenen Etappen. Einfach nur mal kurz einleitend. Hier haben wir nochmal die Teamübersicht. Hier können wir uns nochmal die Etappen anschauen. Wir beginnen mit 7,8 Kilometer. Und bleiben fast bei, also fast die ganze Zeit bei 8 Kilometern. So, und Medien, das ist quasi so ein bisschen wie beim Motorsportmanager beispielsweise aufgebaut, dass wir halt dann einfach Newsmeldungen etc. haben, die da eintrudeln. Aber gut, das sind so Sachen, die ich dann hauptsächlich skippe. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und gucken uns mal die erste Etappe an, die hier kommt. Es geht steil bergab, da muss man aufpassen. Und vor allem ist es, glaube ich, ein sehr, sehr stark untersteuerndes Auto. Es müssten Fronttriebler sein, deswegen aufpassen. Ich komme mit Fronttriebler nicht ganz so klar. Wir fahren ohne Fahrhilfen übrigens und wir fahren darüber hinaus auch auf höchstem Schwierigkeitsgrad, was die KI betrifft. Und zocken das Ganze auch in 4K. Kleiner Tipp für die Leute, die ein ordentlich gutes System haben, einen guten Monitor, guten Fernseher und eine gute Internetleitung. Gut, hier können wir noch mal ein bisschen was einstellen. Fortgeschrittenes Setup wird wahrscheinlich bei anderen Fahrzeugen eingestellt. So, hier hat man noch mal die ganzen Optionen.
Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Und während der Etappe bin ich mal ganz still. Da müssen wir nämlich, und das ist wieder für mich ungewohnt, und ich glaube, da wird es am Anfang Schwierigkeiten geben, auf unseren Beifahrer achten. Oh, die Kameraansicht. Ich fahre aus der Motorhaumansicht. Da gibt es nichts zu diskutieren. 20, auch wenn es viele gerne 3, machen. Rechts 5, Bank, Sicht. Und links 3, kurz, öffnet sich. Und rechts 3. Rechts 5, kurz, Bremse. In links 2, schneiden 30. Rechts 5, 30. Rechts 4, kurz, in links 5. Anhalte links, nicht schneiden, 50. Anhalte rechts, öffnet sich, 80, Bodenwelle. Rechts 5, Bremse, Anhalte links, 40. Links 3, rechts 4, kurz, 40. Links 4, kurz, 30. Rechts 5, Bremse. Rechts 2, in rechts abbiegen, 30. Links 4, links schneiden. Rechts 5, 40. Links 5, Bodenwell. Rechts 4, nicht schneiden, 40. Rechts 4, kurz, links 4, 50. Links 4, rechts 4, öffnet sich, Plan 60. Links 4, sehr lang, 30. Rechts 4, öffnet sich, in Haarnadel rechts, 40. Haarnadel links, 30. Rechts 3, kurz, 30. Rechts 5 und links 3, kurz, 40. Rechts 4, beengt sich 3, lang, innen halten. In links 4, sehr lang, beengt sich 3. Rechts 5, Vollbremsung, in rechts abbiegen, Verengung, öffnet sich, rechts 3, und links 4, und links 4. In offene Handnadel rechts, in links 5, in rechts 3, kurz, nicht schneiden. In links 4, lang, 100, in Knoten. Links 4, 60. Rechts 3, innen halten, 30. Links 5 und links 3, 30. Links 3. Rechts 3 und links 3, 30. Links abbiegen, weiter, 40. Links 4. Rechts 4, kurz, 100. Rechts 3, beengt sich, in links 4, innen halten, lang. In rechts 3, lang, Vollbremsung, in rechts abbiegen, beengt sich, über Brücke. In links 4, rechts 4, kurz. Oh nein. Ja, da habe ich mal kurz nicht hingehört. Mich auf die Intuition verlassen wollen. Und links 4, rechts 5, kurz, in Knoten, 40. Links 4, beengt sich, in rechts 3, beengt sich, nicht schneiden, in links 2, kurz, in Knoten, und spitz links, in Knoten, rechts 3, kurz, in linke Schikane, 40, rechts 4, 40, rechts 3, nicht schneiden, 120, rechts 3, innen halten, in links 2, kurz, nicht schneiden, 30, rechts 6, kurz, in links 3, beengt sich, rechts 4, beengt sich, links 4, öffnet sich, rechts 4, im Tunnel, 120,
spät links, in links 4, weg sich, kurz 50, links 5, kurz, rechts 3, kurz in, Achtung, Anhalte links, in rechts 2 und links 3, weg sich. In rechts 2, kurz 50, links abbiegen, 60, Bodenwelle. Rechts 5, 30, rechts 4, über Kuppe, in links 3, kurz und spitz rechts, verengt sich. In rechts 3, kurz 30 und rechts 3, kurz 40. Achtung, rechts 3, öffnet sich, in rechts abbiegen. Rechts 5, Bremse, in links 2. In rechts 3, innen halten. In auf der Haarnadel links. Rechts 4, lang, innen halten, 30. Rechts 5, beengt sich, komm schon. In links 3, beengt sich. Rechts 4, beengt sich, in links 6 und geschafft. Mal gucken, wie die erste Zeit so ist. Okay, absolvieren Sie Ihre erste Prüfung. Oh, aber wir sind da weit hinter dem Führenden. Da fehlt noch einiges an Zeit. Huiuiui. Okay, der war aber auch so schnell, wie teilweise die Leute in der WRC 2 schnell waren. Also in der WRC 2 wäre er mit der Zeit Sechster geworden. Okay, krass. Aber wir haben das Auto gut nach Hause gebracht. Gut, es geht ja in erster Linie auch eher darum, denke ich mal, hier sich ein bisschen reinzufahren. Und ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad auch sowieso sehr, sehr hoch gestellt. Insofern. Die Wartung des Fahrzeugs ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Rallye-Sports. Sie haben ein Zeitlimit für die Reparatur von Schäden. Daher müssen Sie mit Bedacht auswählen, welche Schäden repariert werden sollen. Dabei sind übrigens auch Teilreparaturen möglich. Und diese Option kann bei der Aufteilung Ihrer verfügbaren Zeit nützlich sein. Ja, ich denke, wir können einfach mal alles reparieren. Ist kein Problem. Und wir werden jetzt bei Regen fahren. Erst geht's steil bergauf und dann wieder steil bergab. Ja, mal schauen, wie das so läuft. Auf geht's. Zum nächsten Tag springen. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad ziemlich hochgedreht. Gucken wir einfach mal, wie es hier läuft. Ich muss auch erstmal ins Handling reinfinden, denn ich muss schon sagen, die Fahrzeuge aus der aktuellen WRC-Saison, die steuern sich natürlich ganz anders als dieses Fahrzeug. Vielleicht machen wir am Freitag auch nochmal einen Livestream, wo wir uns das Ganze hier nochmal genauer anschauen werden. Und dort können wir auch mal in die höheren Klassen gehen und ja, da mal gucken, wie wir mit diesen zurechtkommen. Jetzt allerdings legen wir hier erstmal los mit der zweiten Etappe. 20, rechts 4, in links 3, beengt sich, Bodenwelle 100. Links 5. Rechts 4, in Kuppe, in links 5, innen halten, spitz rechts, kurz, in links 3, über Brücke, 40, Achtung, Bremse. Rechts abbiegen, schneiden, links 4, kurz, 30. Links 3, beengt sich, 30. Rechts 6, kurz, in links 3, beengt sich, lang, 30. Rechts 3, beengt sich 2, 30. Oh oh. Eieiei, das Ding untersteuert ja noch mehr im Regengrad. Mit links, beengt sich 4, rechts 4, öffnet sich. Links 1, öffnet sich, 30. Knoten, in rechts 5, beengt sich 3, kurz. In links 2 und Achtung, rechts 3, in Knoten, lang. Oh Mann. Rechts 5, in links 3, nicht schneiden. Und linke Schikane, nicht schneiden. Im Tunnel, 30. Rechts 4, in links 4, 50. Rechts 2, öffnet sich. In links
3, kurz 30. Rechts 3, kurz innehalten. In Kuppe, in links 4, öffnet sich. Rechts 4. Links 5, spät rechts. Rechts 4, verhängt sich 3, lang 40. In links 3, sehr lang. Spät rechts, über Kuppe, 30. Rechts 6, 20. In Vollbremsung, spitz links, in rechts 2, lang, verhängt sich. Und spitz rechts, verhängt sich 3, 30. Oh Mann. Ja, das war ärgerlich. Das ist schon links recht 3, lang, verhängt sich. Herausfordernd. Ich sag ein bisschen was zum Handling gleich. Spitz links, in spitz rechts. In links 3, nicht schneiden. Kurz, spitz rechts. Links 5, verhängt sich 3, 50. Kuppe, in links 3, kurz, 40. Links 4, kurz, innenhalten. Rechts 3, verhängt sich, innenhalten. In links 5, kurz, rechts 3, kurz, in links 5, 30. Links 5, 30. Rechts 6, kurz, in Handnadel links, lang, hängt nach außen. Links 5, in rechts 5. Links 5. Rechts 4, verhängt sich 3, kurz, in offene Handnadel rechts, in links 5, 30. Spitz rechts, 40, links 5, in Knoten, 40, rechts 5, kurz, 30, links 3, Vollbremsung, verengt sich 1, in Knoten, 40, in rechts 5, links 5, und rechts 3, verengt sich, und links 2, kurz, rechts 3, 30. Achtung, links 3, Bremse, in rechts 1. Links 3, Bremse, verengt sich 1. Na, komm schon. Nein. Oh, was ein Untersteuern, ey. In rechts 5, kurz, verengt sich 3. Vielleicht gibt es die Erklärung, warum ich die Handbremse so selten nutze. Bremse, Handnadel rechts, nicht schneiden. In links 5, in rechts 5. Okay. In links 3, öffnet sich, in rechts 5. Rechts 3, lang, öffnet sich, 30. Rechts 5, verengt sich, Bremse. Und Handnadel links, 30. Links 5, Bodenwelle, verengt sich, 50. Spitz rechts, 60. Achtung, Vollbremsung. Rechts abbiegen, Verengung, über Brücke, 30. Links abbiegen, breiter, 30. Lieber ein bisschen vorsichtig fahren. Und links 6, rechts 4, verengt sich, in links 3, kurz. In rechts 5, kurz, nicht schneiden. 100, geschafft. Ja. Mal gucken, wo wir denn jetzt insgesamt landen. Also zum einen, das Teil hat Untersteuern. Immer wieder kann man natürlich auch versuchen, mit der Handbremse das Fahrzeug dann gut um die Kurve zu bekommen. Problem ist, ich fahre mit dem Lenkrad und habe leider keine Handbremse dran geschraubt. Insofern fällt das leider flach. Ja, ansonsten muss ich sagen, es ist genauso umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Fronttriebler gefallen mir leider nicht so gut. Fronttriebler gefallen mir eher weniger, aber ja, die anderen Fahrzeuge lagen mir deutlich mehr. Die von der
aktuellen WRC-Saison und die werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein separates Video zu und fahre mal eine kleine Meisterschaft und dann können wir uns die mal anschauen, denn ja, mit diesen Teilen komme ich hier kaum zurecht und das sieht man auch anhand der Zeiten, aber mal gucken, ob wir jetzt vielleicht mal fehlerfrei durchkommen und dann nochmal ein bisschen flotter sind. Ich muss halt für die Handbremse eine Taste am Lenkrad drücken und das Lenkrad dreht sich immer mit und eine Handbremse dreht sich nicht immer mit. Das ist halt die Schwierigkeit hierbei. Rechts 6, in links 3, in rechts 5, verhängt sich. In links 3, kurz, öffnet sich. Und rechts 3. Zeit mal ein bisschen 5, aggressiver kurz, fahren. Ende, in links 2, schneiden 30. Rechts 5, 30. Rechts 4, kurz, in links 5. Handnadel links nicht schneiden, 50. Handnadel rechts, öffnet sich, 80, Bodenwelle. Rechts 5, Bremse, Handnadel links, 40, links 3, rechts 4, kurz, 40. Links 4, kurz, 30. Rechts 5, Bremse. Rechts 2, in rechts abbiegen, 30, links 4, nicht schneiden, rechts 5, 40. Links 5, Bodenwelle, rechts 4, nicht schneiden, 40, rechts 4, kurz, links 4, 50. Links 4, rechts 4, öffnet sich, lang, 60. Links 4, sehr lang, 30. Rechts 4, öffnet sich, in Handnadel rechts, 40. Handnadel links, 30. Rechts 3, kurz, 30. Rechts 5 und links 3, kurz 40. Rechts 4, verhängt sich 3, lang, innen halten. In links 4, sehr lang, verhängt sich 3. Rechts 5, Vollbremsung, in rechts abbiegen, Verengung, öffnet sich. Rechts 3 und links 4 und links 4. In offene Handnadel rechts, in links 5, in rechts 3, kurz, nicht schneiden. In links 4, lang, 100, in Knoten. Links 4, 60. Rechts 3, innen halten, 30. Links 5, links 3, 30. Links 3. Rechts 3 und links 3, 30. Links abbiegen, breiter, 40. Links 4. Rechts 4, kurz, 100. Das sah ganz gut aus. Rechts 3, verhängt sich, in links 4, innen halten, lang. Rechts 3, lang, Vollbremsung, in rechts abbiegen, verhängt sich, über Brücke. In links 4, rechts 4. Kurz. Nein! Oh oh. Ich hänge fest. Aber wo ist die Taste zum... Nein, 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 nein. Da ist sie. In links 4, rechts 4, kurz. Links 4, rechts 5, kurz. Da lief es so gut und dann sowas. Links 4, verhängt sich. In rechts 3, verhängt sich. Nicht schneiden. In links 2, kurz, in Knoten und mit links, in Knoten. Rechts 3, kurz, in linke Schikane, 40. Rechts 4, 40. Rechts 3, nicht schneiden, 120.
rechts 3, innen halten, in links 2, kurz, dicht schneiden. 30, rechts 6, kurz, in links 3, beengt sich. Rechts 4, beengt sich. Links 4, öffnet sich. Rechts 4, im Tunnel, 120. Wir müssen das Auto einfach viel härter durchprügeln durch die Kurven. In links 4, beengt sich, kurz 50, links 5, kurz, rechts 3, kurz, in Achtung, Anhalte links, in rechts 2 und links 3, beengt sich. In rechts 2, kurz 50, links abbiegen, 60, Bodenwelle. Rechts 5, 30, rechts 4, über Kuppe, in links 3, kurz, spitz rechts, beengt sich. Rechts 3, kurz, 30, rechts 3, kurz, 40, Achtung, rechts 3, öffnet sich, in rechts abbiegen. Rechts 5, Bremse, in links 2. In rechts 3, innen halten. In offene Haarnadel links. Rechts 4, lang, innen halten, 30. Rechts 5, beengt sich, in links 3, beengt sich. Rechts 4, beengt sich, in links 6 und geschafft. Ja, man muss mal rund 10 Sekunden abziehen, dann, oder noch ein bisschen mehr, dann hat man unsere reine Pace. Natürlich habe ich trotzdem den Fehler gemacht, aber dann wissen wir, wo wir geschwindigkeitstechnisch hier stehen. Und wir sind immer noch relativ weit weg hier vom Spitzenreiter. Ja, meine Güte, die sind aber auch extrem schnell. Also der Schwierigkeitsgrad ist unfassbar happig. Oder ist es hier der Gesamtrückstand vielleicht? Glaube ich auch nicht, ne? Nee, das müsste schon der... Ja, das ist der Abstand der Etappe gewesen. Alter Falter. Ja, gucken wir mal, ob wir im Laufe dieser Saison rankommen. Jetzt zumindest gehe ich mehr an die Grenzen des Fahrzeugs. Ich glaube, dass das schon mal ganz gut ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, Fronttriebler sind echt nicht so meins. Und da müssen wir mal gucken, ob ich mich dem Ganzen nochmal ein bisschen annähern kann. So, und die Reparaturzeit ist nicht so lang. Ja, ansonsten war natürlich der Fehler sehr ärgerlich. Jetzt gucken wir mal, was wir in der letzten Etappe schaffen. Es geht steil bergauf, es ist eine Powerstage. Geben wir alles. Ich kann nochmal ganz, ganz kurz zur Fahrphysik sagen oder zum... Ja, so ein Zwischenfazit, das gebe ich vielleicht mal nach dieser Etappe ab. Fahren wir erst nochmal diese Etappe hier. So. Auf geht's. Rechts 3, nicht schneiden. Und links 4, 30. Rechts 3 und links 3, beengt sich, außen halten. Und links 3, beengt sich, rechts 3, öffnet sich. Rechts 5, in Knoten, 30. Links 3, innen halten, nicht schneiden. In rechts 5, innen halten. Und links 2, öffnet sich, nicht schneiden. Und links 3, beengt sich. Rechts 3, 50. Links 5, innen halten, Bodenwelle. Rechts 4, 40. Links 4, kurz, beengt sich. Rechts 3, 50. Links 2, kurz, rechts 5, Bremse. Scharfe Handel rechts, nicht schneiden. Und links 6, außen halten, 50. Links 3, rechts 4, 100. Rechts 5, kurz und links 3, 50. Knoten, lang, 100, Bodenwelle. Links 3, lang, beengt sich, nicht schneiden, in Knoten. Rechts 3, lang, öffnet sich. Links 5, Bodenwelle. Rechts 4, nicht schneiden, 70.
Rechts 3, kurz 30. Rechts 4, verhängt sich 3. Rechts 4, öffnet sich. In links 3, öffnet sich, lang 30. Knoten 40. Rechts 2, öffnet sich, 40. Links 4, kurz, Verengung, 40. Rechts 4, in Knoten, lang. Rechts 4, verengt sich 3. In links 5, 50. Rechts 4, Bremse, in links 3. Rechts 4, verengt sich 2. In links 3, kurz, 30. Links 3, kurz, rechts 4, öffnet sich, 40. Anhalte links, verengt sich, 50. Spitz links, komm schon. Anhalte rechts, nicht schneiden, 60. Rechts 4, 30. Rechts 3, kurz, in links 3. Rechts 5, kurz, 30. Achtung, Bremse. Links abbiegen, 30. Verengung, Bodenwelle. Links 4, verengt sich, nicht schneiden. Und rechts weg, 50. Oh Mann, ich hasse es. Immer ein bisschen zu schnell. Rechts 4, Bodenwelle, kurz 30, links 3, 40. Rechts 4, kurz Bodenwelle, nicht schneiden, 50, in geschafft. Okay, hier haben wir ungefähr 5 Sekunden bei diesem einen Fehler verloren. Aber mal gucken, ob wir im Ansatz auch noch dran sind. Ah, wir hätten es tatsächlich schaffen können, diese Etappe zu gewinnen. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Aber wir waren pacetechnisch erstmals dran. Und das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr positive Nachricht, dass es hier mal ein bisschen bergauf geht. Ja, und insgesamt waren wir auf 18. Okay, Moment mal. 3,52. Okay, in der WRC wären wir ungefähr so weit hinten, wie wir es aktuell in unserer Gesamtwertung bei uns sind. Naja, wir sind auf die 6 nach vorne gekommen. 2 Zehntelsekunden haben da leider gefehlt, nur zum 5-Platzierten. Aber naja, es ist ein Einstieg gewesen, immerhin. 8 Pünktchen haben wir uns gesichert. Und auch wenn das jetzt nicht der perfekte Einstieg war, so ist es immerhin doch, denke ich mal, ganz okay gewesen. Also man spürt, es gibt eine Formkurve, die zeigt steil nach oben und insofern bin ich hier sehr, sehr motiviert, dass wir hier gut weitermachen und ja, die Moral geht trotzdem steil bergauf. Also, das Team ist motiviert und ich denke, wir ebenfalls. Und ja, jetzt sind wir hier schön in unserem Menü und ich kann mal so ein kurzes Zwischenfazit abgeben. Und kann euch da schon mal sagen, die WRC-Fahrzeuge aus der aktuellen Saison, die fahren sich richtig, richtig geil. Es gibt auch die aus dem letzten Jahr, meines Wissens nach. Also ich habe auf jeden Fall den Polo mal angespielt auf der Gamescom. Ich glaube, der war... Im Modus schnelles Spiel können Sie jede Etappe aus jeder Rallye im Spiel fahren und das mit jedem Fahrzeug, das Ihnen gefällt. Genau, Bonusautos. Da gibt es den letztjährigen VW, den letztjährigen Hyundai, den letztjährigen Citroën, Moment, der letztjährige, ja, der ist 2016 auch noch mitgefahren, stimmt. Und natürlich auch den Ford Fiesta und da haben wir auch natürlich die aktuellen Fahrzeuge, die haben viel mehr Power, die haben mehr Drehmoment. Hier seht ihr es auch im Direktvergleich, 50 Newtonmeter Drehmoment mehr, 80 PS mehr, Moment, der Volkswagen hat hier auch nur 300 exakt, okay. Ich glaube, in Dirt hatte der sogar 318, die da angezeigt wurden. Keine Ahnung warum, aber hier sind wir bei 80 PS mehr, 50 Newtonmeter Drehmoment mehr. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und so ein Citroën oder ja so ein Ford, die fahren sich natürlich ganz, ganz anders als das Fahrzeug, was wir hier hatten. Aber das soll erstmal ein Einblick in die Karriere gewesen sein und wir werden unsere Karriere, denke ich, auch mal ein bisschen weiterführen. Mal schauen, wie es mit der Langzeitmotivation aussieht. Da werde ich aber
definitiv, denke ich mal, mehr Folgen machen als zu WRC 6, denn das hatte mich relativ schnell verloren, aber WRC 7 hat auf jeden Fall wesentlich mehr Potenzial. Denn, und hier kommen wir zu den wichtigen Sachen, das Spiel hat einen Schritt nach vorne gemacht. Das Spiel hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und das spürt man auch an allen Ecken und Enden, wurde gearbeitet. Und auch wenn ich jetzt noch sagen würde, dass vielleicht Dirt Rally die etwas stärkere Fahrphysik hat, hinsichtlich auch des Force Feedbacks, würde ich trotzdem sagen, dass sich WRC 7 ziemlich gut anfühlt und ziemlich eingängig auch anfühlt. Allerdings hat WRC 7 ein ganz, ganz großes Argument, was für sich spricht. Es hat als einziges Rallye-Spiel die aktuellen WRC-Fahrzeuge. Und das ist natürlich etwas, was WRC 7 gegenüber Dirt Rally als sehr, sehr großes Argument hat, aber auch gegen alle möglichen anderen Spiele, wenn man, selbst wenn man irgendwie sehr, sehr weit in der Timeline zurückgeht und sich auch noch das gute Richard Burns Rally anschaut. Ja, also das Spiel hat auf jeden Fall einiges an Potenzial. Es hat einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Ihr könnt es euch ja mal weiter bei mir anschauen mit einigen weiteren Folgen. Und wenn ihr jetzt Bock auf das Game bekommen habt und sagt, hey, das ist exakt was für mich, schaut mal in die Beschreibung. Dort gibt es einen Link, da kommt ihr auch direkt zum Spiel. Ansonsten empfehle ich euch, vielleicht noch mal ein paar Folgen hier beim Let's Play dabei zu bleiben. Und ihr könnt mich auch gerne über die gesamte Karriere hier begleiten. Denn ihr habt gesehen, am Ende ging es steil nach oben. Und das motiviert selbstverständlich umso mehr, dass man auch selbst am Ball bleibt. Wie gesagt, mit Fronttrieblern komme ich halt echt nicht so gut klar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fiesta auch ein Fronttriebler ist, auch wenn es hier, glaube ich, nirgends steht. Aber ja, auf jeden Fall, wir werden mit den nächsten Fahrzeugen, denke ich mal, besser zurechtkommen. Aber auch mit einem Fronttriebler muss man fahren lernen. Das muss auch der gute Dehner, der gute Felix von der Laden. Und wir werden das auf jeden Fall hinbekommen und haben es auch ein bisschen hier schon geschafft. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal schauen, dass ich eine Handbremse irgendwie beschaffen kann, denn damit fühlte sich das Ganze schon sehr, sehr geil an. Ich konnte beim Gamescom-Event auch, beziehungsweise bei der Gamescom-Präsentation, Event war es nicht, da konnte ich das Ganze auch mit einem Schaltknüppel als Handbremsersatz quasi zocken. Und das war schon sehr, sehr geil, dass man quasi eine Hand permanent quasi an der Handbremse hatte und immer wieder so einen kleinen Schwung dem Ganzen mitgegeben hat, indem man einfach ganz kurz die Handbremse nochmal zieht, auch bei links 3, rechts 3 Kurven so, da geht das auch ganz gut tatsächlich hin und wieder. Und ich habe immer noch mit den Schaltwippen geschaltet, aber ansonsten hat man die rechte Hand ja meistens schön an der Handbremse oder an der Handschaltung. Ja, Leute, ich würde sagen, das war ein guter Einblick hier in WRC 7. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir unsere Karriere weiter bestreiten. Und ansonsten schaue ich mal Freitag, wenn ich nicht zu müde bin, denn da gibt es auch noch einiges zu erledigen die Tage. Dann wird es wahrscheinlich auch einen Livestream geben auf Twitch. Da auch der Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.